Kultur ist der Kitt der Gesellschaft, der zusammenführt und zusammen oder vereint, der Gemeinschaft bildet. Und es gibt ja in unserer schnellen Zeit, in unserer globalisierten Zeit, sehr viele Menschen, die letztlich fragen, was hält die Welt und die Gesellschaft im Innersten zusammen? Und auf diese Frage ist sicherlich eine Antwort die Kultur. Als das Wie unseres Lebens, als auch das, wie wir mit Minderheiten umgehen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, etc. Wir haben Ihnen ja angekündigt, dass in unserem Ausstellungsbetrieb in den Museen jetzt ab heuer, ab kommenden Jahr, regelmäßig, jährlich Großausstellungen geben wird. Und die erste dieser Großausstellungen wird sein, des Kaisers Kulturhauptstadt Linz um 1600. Dazu wird es heuer eine zweite bedeutende Ausstellung geben, zentral und dezentral, nämlich Treffpunkt Klosterleben, Kulturgeschichte und Kunst. Die wird sowohl im Museum gezeigt, als auch draußen in unseren Klöstern. Den Pilzen widmet sich heuer das Biologiezentrum in seiner Ausstellungstätigkeit. Auch das Biologiezentrum hat eine Bedeutung, vor allem in der Fachwelt erreicht, die weit über dieses Haus hinausgeht. Dann wird es neben der Landesausstellung noch einige bedeutende Ausstellungen geben. Ich verweise vor allem auf die Porsche-Ausstellung ab Mai 2012 in der Linzer Tabakfabrik. Darüber werden wir Sie im Detail informieren. Porsche, Mythos, Design, Innovation. Wir haben hier nochmal diese Tradition als Designland, Industrial Design, und es ist ja auch Forum Design. Also wir leben, glaube ich, in der richtigen Tradition, dass wir eine Stärke an Design und Innovation im Lande, jetzt nennen wir es halt Kreativwirtschaft, haben und befördern wollen. Das ist der eine Anknüpfungspunkt. Der zweite ist, dass einer der frühen Designer bei Porsche aus Oberösterreich, aus Steyr, stammte. Und diese Urideen, diese Urentwürfe, diese Weiterentwicklung dann bis zu innovativen Ansätzen im Design, aber nicht jetzt nur im Auto, sondern bis hin zu einer Fensterdichtung oder Verbundglassystemen, all diese Ansätze, die in die Zukunft verweisen, sind in Wahrheit der Kern dieser Ausstellung. Im Bereich Theater und Orchester steht natürlich alles in Richtung Vorbereitung 2013. So gesehen ist das 2012er Jahr auch ein ganz großes Vorbereitungsjahr, denn mit der Eröffnung des Musiktheaters spielen wir natürlich musikmäßig und theatermäßig in einer anderen Liga. Soweit zum Kulturjahr 2012. Der Herr Landeskulturdirektor Dr. Wartes an meiner Seite und ich stehen Ihnen gerne für Anfragen zur Verfügung. Herr Landeshauptmann, Sie haben ein breit gestreutes Kulturangebot heute präsentiert. Für uns wäre es interessant zu wissen, was Ihnen persönlich am liebsten oder was es am nächsten ist. Der Kulturreferent hat keine Vorlieben zu haben, denn es ist vollkommen irrelevant, welchen Geschmack er hat. Er muss dafür sorgen, dass die Breite des künstlerischen Schaffens präsentiert wird und dass ein breiter Zugang für die Bevölkerung in Oberösterreich gewährleistet wird. Ob das die großen Highlights sind, wie die Landesausstellung gemeinsam mit Bayern, ob das die Porsche-Ausstellung ist, die Klösterausstellung, die Vierkanter-Ausstellung oder ob das Projekte sind, die nicht dieses Echo auslösen, aber sehr, sehr wertvoll ist, wie die wissenschaftliche Arbeit im Biologiezentrum mit dem Schwerpunkt Pilze im kommenden Jahr, ob das die Veranstaltungen zum Jubiläum 35 Jahre Musikschulwerk sind, alles hat seinen Stellenwert und wird von mir entsprechend gefördert. Neben natürlich dem allgemeinen Anliegen, das Sie da jetzt kundtun, gibt es keine persönliche Ebene, wo Sie irgendwo eine Nähe spüren oder eine größere Empfindung wachgerufen wird, als nur jetzt sozusagen natürlich die glatte Politik, wo Sie natürlich hinter dem Programm stehen müssen, das ist ja klar, aber gibt es nicht irgendwie eine Herzensangelegenheit? Zum Ersten stehe ich gerne hinter dem Programm. Zum Zweiten ist mir die Kultur in Summe ein Herzensanliegen. Natürlich gibt es besondere Vorlieben, aber die sind für die Öffentlichkeit
nicht interessant, denn da entsteht nur der Verdacht, aha, seine persönlichen Vorlieben, die lebt er aus. Dem ist nicht so. Weil wenn Sie unbedingt was wissen wollen auf dem Sektor, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass der Start für das neue Musiktheater gelingt, dass wir den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nachweisen können, hier haben wir etwas gebaut, was nicht nur ein Tempel ist im Sinne eines Musentempels, der viel Geld kostet, sondern hier haben wir für den Standort Oberösterreich Wichtiges und Sinnvolles geleistet. Das Geld ist gut eingesetzt, da geht es ums Kulturland, da geht es aber weit darüber hinaus um die Qualität Oberösterreichs. Die Kulturplattform Oberösterreich hat heute auch Pressekonferenz gemacht. Traditionell, ja. Und da war ein Thema die Kreditsperre, die da verhängt worden ist, über 20%. Und offenbar ist im Raum gestanden, dass die im April aufgehoben werden soll. Die KUB sagt, sie geht nicht davon aus. Wie schaut das aus Ihrer Sicht aus? Man muss einmal unterscheiden. Eine Kreditsperre ist derzeit über dem Gesamtbudget, was die Ermessensausgaben anlangt. Also die Ermessensausgaben. Das sind ungefähr 400 Millionen Euro. Das ist eine 20%-Sperre, weil uns zu Beginn und zu Ende des letzten Jahres niemand verlässlich sagen konnte, ob die Annahmen, die wir dem Budget zugrunde gelegt haben, halten. Das können wir gegenwärtig noch nicht sagen. Allerdings hat das Wirtschaftsforschungsinstitut zuletzt von 0,4 geredet, das Institut für höhere Studien von 0,8. Ich habe dem Budget 0,8 zugrunde gelegt. Ich habe keine euphorische Annahme getroffen, sodass ich hoffe, dass wir die Budgetsperre zumindest nicht in der vollen Höhe benötigen werden. Eine der Kritiken sozusagen aus dem freien produzierenden Feld ist die, dass sozusagen die öffentliche Hand verstärkt oder auf repräsentative Kultur setzt. Wie stehen Sie da zu dieser Fragestellung? Wenn diese freien Initiativen den Beweis liefern, dass in einem einzigen Bundesland, außer Oberösterreich, die freie Szene besser gefördert wird wie bei uns, dann setze ich mich gerne mit Ihnen an einen Tisch und werden darüber nachdenken, was wir zu verändern haben. Derzeit ist es so, dass die freie Szene in Oberösterreich eine Förderung erfährt und ich stehe auch dazu und sie verschlechtert sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht, die ihresgleichen suchen muss. Also aber unabhängig davon, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen sozusagen dass die öffentliche Hand selbst sozusagen Träger der Kultureinrichtungen ist und dann hat man sozusagen nur freie Initiativen, die auch ein Kulturangebot machen. Ich begrüße das sehr, wenn Menschen aktiv werden, wenn sie sich organisieren in Vereinen, in Organisationen, in Kulturinitiativen. Aber keine Kulturinitiative, keine private, kann je ein Landestheater, ein Museum, eine Landesbibliothek, eine Bruckner-Universität oder eine große Galerie ersetzen. Man muss die Kulturlandschaft so sehen, wie sie ist, wo alles seinen Platz hat. Natürlich kostet ein Landestheater oder ein Museum andere Größenordnungen, als wir einer privaten Kulturinitiative zur Verfügung stellen können. Aber ich glaube, das Verhältnis wird gewahrt und die Kulturinitiativen erhalten bei uns auch eine gute Förderung.